Hallo, liebe Kinder und Freunde der Maskengeschichte. Heute fliegen wir gar nicht so weit. Es geht nach Italien. Italien liegt an der Po-Ebene, sowie im südlichen Gebirgsteil der Alpen. Es umfasst über 20 Inseln, von denen die größten Sizilien und Sardinien sind. Aufgrund seiner geografischen Form, die an einen Stiefel erinnert, wird es das Land des Stiefels genannt. Die Italiener sprechen Italienisch, das sich aus dem Latein entwickelt hat, der Sprache der alten Römer. Die meisten Italiener sind Katholiken. Das Zentrum der römisch-katholischen Kirche ist der Vatikan. Dieser liegt in Rom und ihr Oberhaupt, der Papst, hat dort seinen Sitz. Von Rom aus entstand in der alten Antike das Römische Reich. Die Römer herrschten damals über halb Europa. Heute ist Italien eine Republik. Der Karneval in Venedig ist weltweit für seine farbenprächtigen Kostüme und aufwendigen Masken bekannt. Es gibt dann eine Parade und die schönsten Kostüme bekommen Preise. Im Karneval wird vor allem die Halbmaske getragen, die nur einen Teil oder eine Hälfte des Gesichtes bedeckt. Ursprünglich war sie als Theater- bzw. Sprechmaske gebräuchlich, von denen Schauspieler das laute und deutliche Sprechen leichter fiel. Und jetzt zu unserer Kreativecke. Im ersten Schritt brauchen wir Zeitungen, Mehl, Salz, Wasser, Luftballon, eine Schüssel und Löffel. Als erstes mischt ihr Mehl, Salz und etwas Wasser zu einer dickflüssigen Masse. Achte hierbei darauf, dass keine großen Klumpen entstehen. Als nächstes pustest du dir deinen Luftballon auf und verknotest diesen, um danach darauf deine eingetauchten Papierschnipsel zu kleben. So lange, bis du die Farbe deines Ballons nicht mehr sehen kannst. Du brauchst nicht den ganzen Ballon ummanteln. Es reicht eine Hälfte aus. Gerne kannst du einen ganzen machen. Dann bekommst du zwei Masken raus oder hast auch eine als Ersatz. Das Ganze lässt du dann am besten über Nacht stehen zum Trocknen. Jetzt wird der Ballon zum Platzen gebracht. Damit löst er sich vom Papier. Die Luftballonreste einfach herausnehmen. Mit einer einfachen Vorlage, die wie eine Brille aussieht, könnt ihr nun die Form aufs Papier bringen und ausschneiden. Die Vorlage hat keine genauen Vorgaben. Tobt euch gern bei der Gestaltung aus. Im zweiten Schritt brauchen wir wieder eine Schüssel, Papierschnipsel, Salz, Mehl, heißes Wasser und den Pürierstab. In einer etwas höheren Schüssel gibst du zwei Hände voller Schnipsel. Wenn du keine hast, kannst du auch welche aus Papier oder Zeitung selber zerschnipseln. Auf diese gießt du dann heißes Wasser, bis die Papierfetzchen schwimmen. Nachdem das Wasser abgekühlt ist, kannst du es pürieren. Nun schöpfst du die Papiermasse vom Wasser ab in eine andere Schüssel. Mit etwas Salz und Mehl verknetest du dort die Masse, bis du Formen daraus machen kannst.
Vom Papierteig nimmst du ein wenig in deine Hand und drückst eine dünne Schicht über die Vorderseite deiner Maske. Zum weiteren Bearbeiten, wie auch zum Trocknen, legst du die Maske am besten auf einen tiefen Teller. Wenn dir die Oberfläche noch nicht glatt genug ist, dann streichst du mit den nassen Fingern noch einmal sanft darüber. Im dritten Schritt brauchen wir Bleistift, Schere und Radiergummi, Pinsel, Acrylfarben, Dekosteinchen, Leim, Schaschlikspieß, die Heißklebepistole und viele bunte Federn. Endlich geht es los, liebe Kinder. Eure Maske ist nun trocken und kann gestaltet werden. Traditionell ist sie eher weiß. Unsere wird glänzend und bunt. Nach der letzten Trocknungsphase klebt ihr zum Festhalten eurer Maske an den Rand von der Innenseite einen Schaschlikspieß. Gerne könnt ihr andere Stäbe verwenden und auch diese bemalen. Wir freuen uns auf die nächste Reise. Euer Schülerclub aus Berlin im Schöneweide.